Durch die Inflation ist das Leben teuer geworden und das in allen Lebensbereichen. Auch bei Lebensmitteln ist die Teuerung schmerzhaft zu spüren. Neben den sichtbaren gibt es aber auch die eher unsichtbaren Preiserhöhungen. Frei nach dem Motto der Hersteller, gleiche Verpackung, weniger drin. Mehr Luft, weniger Inhalt und das für mehr Geld. Für viele ein beliebter Trick der Industrie, um Preissteigerungen verstecken zu können. Doch das kommt bei Verbrauchern nicht gut an. Ich achte da schon ganz doll drauf. Und ich finde es auch frech, dass da nicht mehr drauf aufmerksam gemacht wird. Es ist schlimm. Für mich ist es schlimm. Weil in dem Sinne die Kunden in dem Sinne ja auch nicht mehr genau wissen, was sie machen oder gucken. Einfach nur kaufen und die Wirtschaft macht immer mehr Profit. Naja, wir lassen das uns mit uns machen. Ne? Also dreist ist es schon. Also ich hoffe, dass die Verbraucherzentrale oder jemand da irgendwie was dagegen machen würde. Deshalb lässt genau die nun wieder abstimmen. Es geht um die Mogelpackung des Jahres 2022. Aus den Beschwerden, die die Verbraucherzentrale erreicht hat, stehen nun 5 besonders dreiste Mogelkandidaten des vergangenen Jahres zur Auswahl. Im Rennen sind Rama, gleiche Packung, aber 25% weniger drin. Leerdammer, auch hier weniger drin, 140 statt 160 Gramm. Bei Pringles sind 15 Gramm weniger drin, dafür gab es ordentliche Preissteigerungen. Calgon veränderte die Dosierangaben und vertuscht so 42% Preisanstieg. Und Haribo, auch hier weniger Inhalt für mehr Geld, sehr zum Ärger der Verbraucherschützer. Die Verbraucher und Verbraucherinnen bekommen das gar nicht mit. Also der Klassiker bei unseren Beschwerden ist so, dass sie sagen, sie haben es zu Hause erst bemerkt, weil sie ihr Müsli umfüllen oder hier bei der Rama ganz häufig, weil plötzlich eine Dose nicht mehr für 2 Kuchen reicht, wie viele Jahrzehnte vorher. Also das ist auch das Hauptärgernis, warum sich die Verbraucherinnen und Verbraucher an uns wenden, weil sie einfach sich nicht informiert fühlen und weil sie sich über den Tisch gezogen fühlen. Das größte Ärgernis kann noch bis zum 22. Januar online gewählt werden. Dann wird die Mogelpackung des Jahres 2022 bekannt gegeben. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.